grüß Gott, Herr Dunst. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind von der Ökoregion Kaindorf und Sie haben dort eigentlich etwas geschaffen, das man heutzutage eigentlich von jeder Gemeinde sich wünschen würde. Sie haben einfach gesagt, bei uns gibt es keine Plastiksackerl mehr. Wie haben Sie das geschafft? An und für sich war es eine Idee der Arbeitsgruppe Bewusstseinsbildung. Wir haben ja 8 verschiedene Arbeitsgruppen und wir haben uns einfach mit den größeren Geschäften, mit den größeren Playern in der Region zusammengesetzt, haben ihnen dieses Konzept erklärt, haben ihnen auch die Problematik erklärt und haben dann einheitliche Papiertragetaschen über den Verein bestellt. Sämtliche Geschäfte wurden informiert über diese Aktion, vorzeitig informiert, sodass sie Zeit hatten, die bestehenden Plastiksackerl aufzubrauchen, und mit einem Stichtag haben wir dann umgestellt. Das heißt, es hat in jedem Geschäft einheitliche Papiertragetaschen gegeben. Das haben wir dann zusätzlich noch an jeden Haushalt mit einem Schreiben kommuniziert, sodass die Bevölkerung rechtzeitig über dieses Projekt informiert war. Na, und wie haben da die Leute reagiert? Zum Beispiel einmal die Unternehmer. Für die Unternehmer war das grundsätzlich kein Thema. Die Unternehmer haben mittlerweile ja schon einige Projekte der Ökoregion Kaindorf mitbekommen und waren zum damaligen Zeitpunkt schon, ich würde mal sagen, überzeugt von dem Gesamtkonzept der Ökoregion Kaindorf und waren deshalb dem Projekt sehr positiv eingestellt gegenüber und haben das von Anfang an mitgetragen. Es waren ein paar Geschäfte, die zu Beginn noch gezögert haben. Wir haben am Start circa die Hälfte der Betriebe, die Sackerl verwenden, im Boot gehabt. Und nachdem das dann aber relativ gut von der Bevölkerung angenommen worden ist, dieses Gewinnspiel mit integriert worden ist, haben mittlerweile alle Geschäfte ihre Zusage gegeben und wir haben praktisch alle im Boot. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Gemeinden sagen, das geht einfach nicht bei uns, das kann nicht funktionieren. Vor allem auch bei den Supermärkten, bei den Ketten. Wie haben Sie mit diesen Ketten argumentiert? Ja, es ist bei uns zum Beispiel ein Spar im Ort, der ohne Probleme da mitgemacht hat, die auch umgestellt haben, ausschließlich Papiertragetaschen jetzt verwenden zum Teil die einheitlichen Ökoregiontaschen und zum Teil auch ihre eigenen Papiersackerl, beziehungsweise haben sie auch mittlerweile kompostierbare Sackerl, also sind so Plastik-Ersatzsackerl. Also im Sortiment. Also das war auch kein Problem. Grundsätzlich kann es ja gar kein Problem sein. Es geht nur ums Tun. Man braucht nichts anderes zu tun, als umzustellen, und letztendlich ist es ja auch für die Geschäfte wirtschaftlicher Vorteil. Die Binnenpapiersackerl werden gratis zur Verfügung gestellt, daher werden sie ja en masse von Kunden genutzt, und die Papiertragetaschen müssen die Konsumenten bezahlen. Das heißt, die zahlen 25, 30 Cent pro Tasche, und damit ist es von Haus aus einmal so, dass sehr viele mit dem eigenen Einkaufskörben oder der eigenen Einkaufstasche schon ins Geschäft kommen, beziehungsweise Papiertragetaschen halt auch mehrmals verwendet werden, weil sie ja was kosten. Das ist ganz einfach. Und der Supermarkt hat damit die Kosten, die er bis dato für Plastiksackerl auszulegen hatte, erspart. Also ist das absolut auch wirtschaftlich eine vernünftige Aktion. Ja, das klingt ja eigentlich sehr einfach, was Sie uns hier erzählen. Offensichtlich sehen das Gemeinden nicht so simpel. Sie haben auch, um diese Einführung zu unterstützen, auch gewisse Marketingaktionen vorgenommen. Wir haben zur Einführung erstens an jeden Haushalt per Post eine Papiertragetasche geschickt und gleichzeitig ein Gewinnspiel gemacht. Das heißt, bei allen teilnehmenden Betrieben hat man, wenn man mit der gleichen Einkaufstasche wiederholt einkaufen gegangen ist, einen Stempel auf das Sackerl bekommen. Wenn man 10 Stempel am Sackerl hatte, bekam man eine Gewinnkarte. Bei 20 Stempeln am Sackerl bekam man 2 Gewinnkarten, bei 30, 3 und so weiter. Das hat sich gesteigert. Und es ist dann letztendlich sogar ein bisschen zum Sport geworden. Da haben sich
manche Personen ihre Sackerln mit Klebestreifen verstärkt, haben einen doppelten Boden eingebaut und bis zu 160 Stempeln auf diesen Sackerln gesammelt. Das heißt, diese ganze Grundidee, die dahinter stand, nämlich dass ich Papiertragetaschen wirklich mehrfach verwenden kann, ist so spielerisch eingeführt worden und hat sich letztendlich auch langfristig und nachhaltig bewährt, weil die Leute das wirklich jetzt ernst nehmen und ständig und mehrfach ihre Sackeln verwenden. Ja, die Ökoregion Kaindorf ist offensichtlich wirklich eine Vorzeigeregion. Und wie man den Herrn Dunst kennt, hat er wahrscheinlich schon wieder neue Pfeile im Köcher, um die Umwelt auch dementsprechend zu schonen. Naja, das ist nicht der Herr Dunst, der die Dinge im Köcher hat, sondern es gibt mittlerweile rund 150 Personen, die sich ständig Gedanken darüber machen. Das heißt, die Ökoregion besteht nicht aus Einzelpersonen, sondern mittlerweile wirklich aus einem Verbund von Personen. Und genau das, glaube ich, ist letztendlich der Erfolg, dass nämlich jeder seinen Teil einbringt, jeder hat Ideen, jeder kann in Summe zum Gelingen eines Gesamtprojektes beitragen. Wenn man ausschließlich die Energie, die man hat, zur Lösungsfindung verwendet, dann kommt relativ schnell was raus. Und das ist es letztendlich, glaube ich, was uns vielleicht noch von manchen anderen Regionen unterscheidet, dass wir einfach versuchen, unsere Energie in Projekte zu stecken, dass wir wenig reden, sondern sehr, sehr rasch in die Umsetzung gehen. Können Sie da ewig was da reden, ewig über etwas diskutieren, worum es nicht gehen kann. Wenn man in der gleichen Zeit einfach tut, dann kann man was bewegen. Können Sie uns etwas verraten, was Sie so in nächster Zeit planen? Naja, wir planen ständig. Also es gibt ja laufend Projekte in der Ökoregion Kaindorf. Wir haben derzeit sehr intensiv unser Humusaufbauprojekt im Fokus. Wir planen eine Humusakademie bzw. eine Nachhaltigkeitsakademie. Wir haben mittlerweile einen Second-Hand-Shop eröffnet. Es gibt sehr, sehr viele Projekte. Jetzt im Sommer steht unser 24-Stunden-Biken für den Klimaschutz am Programm am 15. und 16. Juli. Wir versuchen gerade sämtliche öffentlichen Beleuchtungen auf LED umzustellen. Also wir haben ja schon fast alles umgestellt. Jetzt gibt es teilweise neue Technologien. Wir haben eine ansässige Firma in der Region, die wunderbar LED-Leuchten mit einer Wertschöpfung von über 80% in der Region herstellt. Und das wollen wir eben forcieren. Also es gibt zahlreiche Projekte, die gerade im Laufen sind. Ja, dann kann man nur gratulieren und ich wünsche Ihnen weiterhin Erfolg mit Ihren Öko-Gedanken und alles Gute für die Zukunft. Ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön.